Herzlich willkommen zurück zu DayZ. Wir sind weiterhin hier am Airfield, Hello. Also zumindest ich und der Yannick. Robin wurde zurückgelassen. Florenz ist irgendwo andersrum. I'm fine. How are you? Oh, a Zombie behind you. Watch out. Zombie. Zombie. Ich glaube, beim ersten Mal haben wir es. I don't care. I'm running. Bye bye. Oh. Boah. Hast du Rex? So, hast du Rex? Ey, das muss ich mir nachher. Wie der mir. Ich sag so, oh, Zombie. Ah, I don't care. Ich renne weg. Und der dann so hinter mir her so, no, stay. Weil die waren beide am Bluten, ne? Die waren beide voll am Bluten. Einfach nicht machen gerade wieder. Aber ganz im Ernst. Komm, use. Nimm das jetzt. You're already using something. Das kann doch nicht sein. Dann, Momentchen. Dann warte. Dann kackt der Server wieder. Ob ich das für dich machen kann? Nee, ich glaube, ich mach gerade. Ah, ja, tust du. Okay. Muss ich so laufen, dass es mehr links von mir liegt? Wunderbar. Endlich hat's mal funktioniert. Ja. Gut. Am Meer entlang? So, oder no longer bleeding. Über die Schienen auf, am besten. Okay. Toll. Was mache ich denn? Ich hab echt gar nichts. Und ich muss vor denen, die jetzt da langlaufen, da hinten in Elektro ankommen. Sonst habe ich echt keine Chance überhaupt, Nahrungsmittel zu finden. Und wir gehen jetzt einfach mal Elektro, zum Tower bist hin, du verreckt? Oder? Ja. Hä? Willst du mich verarschen? Ihr habt doch eben einen toten Körper gelootet. Echt? Ich seh keinen, oder? Alles klar, Riley. Ich seh auch keinen. Danke, dass du so... Dass ich halte mich mal leicht im Hintergrund und mit weil du, weil du so egoistisch warst und die Stöcke lieber an dein eigenes Bein geklatscht hast, was total heile ist. Das ist so schade, dass wir das nicht auch aufgenommen haben. Das wäre echt... Wo bist du? Nee, das war vor der Aufnahme. Ich war so drauf und dran, dich zu erschießen, ne? Ich hätte dich so gerne erschossen. Ich laufe jetzt geduckt mit angezogener Waffe, damit ich überhaupt Leute sehe. Ja. Das ist Use Blind. Ich geh mal so auf Sturm. Ja, klar, das ist. Einfach durchzubrechen in Manchmal steht ja auch gar nichts da. Da weiß man ja gar nicht, was man drücken soll. Das ist echt kacke. Wieder einen ich hab dich gehört. Angesehen Verdammt. Und dann stand der Use Blind, weil ich den in der Hand Boah, hatte. Boah, das ist auch geil. Wo ist der Zombie denn? Du schaust mir in die Augen und verbindest dich selber. Richtig so. Ich glaube, hier ist tatsächlich niemand. Ich bin auf dem Flughafen. Ich so, like I give a shit. Okay, ich bin von hinten an diese Werkshalle rangegangen und guck jetzt da einfach mal, ob ich Aber die, was finde. Die Schiene kannst du ja auch nicht wieder abnehmen oder so, ne? Die ist ja dann implantiert. Ja. Ich kann ja auch so gut rennen damit, ne? Das Blöde ist, ich will die Axt nicht aus der Hand legen wegen den Zombies und möchte aber auch hier mit der Waffe kein Aussehen erregen. Wie sich die zwei Typen eben gefreut haben, dass ich gekommen bin. Die so richtig, hey, my friend, how are you, can you help us, we are bleeding. Und ich nur so, oh, Zombie, I don't care. Und weggelaufen. Ja. Ey, ganz im Ernst, ich habe nichts. Ich habe zwei Batterien, zwei Racks und kein Essen, kein Trinken. Ich muss weiter. Ich komm hinterher, ich check nur ein bisschen die Gegend ab, vorsichtshalber. Kommen die mir hinterher? Ne, ich sehe sie nicht, wahrscheinlich sind sie verreckt. Sieht nicht so aus, als wäre hier jemand. Hast du gehört? Es tut mir ja ein bisschen leid, dass ich den nicht geholfen habe, aber ich habe auch keine Waffe, ich hätte den Zombie auch nicht besiegen können. Es ist die Apokalypse. Ich hoffe, jetzt irgendwie da geht's, ich überlebe selber. Ja. Andererseits hätte ich sie auch aufessen können. Ich bin unter der Treppe, nicht erschrecken. Ach, da bist du ja, ich bin da. Wenn es die Apokalypse ist. Kann ich das irgendwie montieren? Oh scheiße, ich habe Hunger und Durst. Ich glaube, in der Apokalypse ist es... Nee, ich bin ja Vegetarier, ich esse kein Fleisch. Du bist immer hydrated irgendwie. Ja, ich das für die M4. So, ich versteck mich mit hier drunter einfach mal. Es ist so geil, dass ihr die ganze Zeit erzählt von Leuten, die am Airfield. Eigentlich ist das voll nah. Nee, 6 Minuten Luftlinie, wenn man rennt. Laut der App. Laut der App, ja. Das ist knapp über 1 Kilometer. Ich bewege mich mal langsam nach unten mit angezogener Waffe. Ich schätze mal, ein Airfield hätte ich gesehen, ne? Ich glaube, wenn ich nochmal was getrunken habe. Wenn du an der. Wo läufst du lang? An den Bahngleisen oder an der Straße? Bahngleis. Na gut. Dann müsstest du eigentlich drauf zulaufen. Wenn man die Cola-Dose wieder zuschraubt, weiß ich auch nicht. Ach so, ja, weil da ist ja auch irgendwo die Militärbasis direkt vor dem Airstrip, ne? Also. Aber das. Also eigentlich müsstest du es sehen. So, ich gehe jetzt hier in die. Ah, da kommt was, ja. Ach Mensch! Erinnert ihr euch, Leute, ich glaube, 3. Folge war es, hier standen wir und haben eine Anmod gemacht. Hier bin ich jetzt wieder. Ja, toll, ne? Ach, schön. Keine Frage an Herixus und Salat. Seid ihr immer noch auf dem Airstrip? Salat! Wir sind oben im Turm drin und looten gerade, was die Sau hält. Okay, da ist ein Turm. Der Tower. Jo, der, von dem wir abgeknallt wurden. Oh nein. Ja, ich bin hier gerade in diesem Militärgedöns. Boah, das war scheiße, ey. Guck
Kopf. Und wir waren so gut ausgestattet, ey. Das ärgert mich echt. Ich bin vor euch schon verreckt, darum finde ich das ganz so schlimm. Naja, aber haben wir leider keine einzige Munition für. Da ist noch ein Rucksack hinten. So viel dazu. Ich habe ein bisschen Angst, mich hier so zu bewegen. Wenn ich jetzt in Elektron... I'm starving. Hey, ja, scheiße, 30 ey. Ich habe 9. Na? Hier ist irgendwo ein Zombie in der Nähe, Janik. Ich weiß nicht, was los ist. Jo, ich höre den auch. Der ist aber unten. Den habe ich, glaube ich, unten aus Versehen reingeschleppt. Der ist irgendwo unten im Treppenhaus. Weil sonst verrecke ich gleich wieder und dann war's das mit dem Laufen. Dann war der ganze Weg umsonst, ey. Ach, bin ich so fett, dass ich da nicht durchpasse. Ach, ehrlich? Das merkst du jetzt? Tja, so, jetzt sind wir hier oben. Damit ist unser Tagesziel gesteckt, aber was machen wir? Ich sag ja nichts. Du hast dir gerade eben, die Donauwelle geholt, ne? Nicht ich. Ich kann's mir aber auch leisten. Ja, ja, jetzt passt du nicht mehr durch die Tür. Hast du ja selber mit... Da draußen liegt übrigens noch eine Waffe. Ich wollte mal eben Platz zur Seite. Erixos, wenn du eine Waffe brauchst, da draußen liegt noch eine, neben den Gummistiefeln. Neben den Gummistiefeln. Was für eine? Gummistiefeln. Ich habe auch Gummistiefel an. Dann nehme ich die Danken dann. Nee, das ist eine normale Pistole. Hey, kann es sein, dass in diesem Camp einfach nichts drin ist, oder habt ihr schon alles gelootet? Ich habe eine FNX45 plus Stein, ich kann mich hier nicht beschweren. Da ist schon wieder dieser komische Strich auf meinem Amphibia Kopf. Amphibia S, weiß ich ja, nicht. Ja, die ist neu, Amphibia S, die ist neu mit einem neuen Update gekommen. Ja, dann werfe ich doch mal die Sichel raus und nehme die einfach mal mit. Oh nein, Heslo-Zombie. Nein, hier komme ich nicht raus. Das ist ja auch ein bisschen oversized eigentlich. Oh, ich hasse mein Leben, ne? Ich hasse mein Leben so dermaßen. Und gerade hatte ich wenigstens eine Jacke gefunden, da hätte ich ein bisschen mehr gehabt. Jetzt muss ich vor diesem Heslo-Ding weglaufen. Ich hasse es, Boah, dieses Spiel fuckt mich echt ab, ne? Ach, hier ist Robin. Jetzt so eine Art Dorf rechts von mir. Ich bin momentan echt so in so einer Depri-Phase, ne? Das ist ein Fit in der. Ich guck mal, welche Munition da reinpasst. Zwei Zombies. Was? Ich bin nicht. Ich bin jetzt in der Dosenöffner dabei. Ja, irgendwas ich. Noch jemand mitgenommen. Auch nicht. Ich bin jetzt in Elektro. Ich hab noch einen zweiten auf die Straße gelegt. Hat den wer mitgenommen? Nee. Das Problem ist, ich habe, glaube ich, keine Patronen dafür. Ja, ich habe jedenfalls den Dosenöffner und Robin meinte, er hätte auch einen. Ja, ja, so, ja, klar. Lag hier eben auch schon der Hut? Ja, der lag da auch schon. Ach, sehr gut. Ein suspicious Hut. Bist du wieder unten? Bist du gerade wieder runter? Ja, ich bin wieder runtergegangen, weil es mir da oben ein bisschen zu... In Elektro ist doch ja, da irgendwo... Da unten ist auch nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wo wir uns jetzt hinmachen sollten. Also ich wäre ja dafür, wirklich mal so eine Tour landeinwärts zu machen. Ja. Einfach so durch die Prärie. Na toll. Ich glaube, es wurde gerade auf mich Ey, ihr könnt doch jetzt nicht mitten in die Prärie reinlaufen, wenn ich hier immer noch rumhänge. Ja, Mann. Dann komme ich, doch nie wieder zu euch. Alter. Funktioniert das? Kriegst du den? Ich meine das jetzt auch gar nicht so, dass ihr jetzt unbedingt hier warten müsst auf mich, aber... Der hier überall durch, das ist total schlimm. Aber es ist ja, halt... Du hast ihn. Sonst hätte ich jetzt geschossen, blöd. Aber ich dachte, ich lass dich erstmal machen, weil du so Skills hast. Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss nochmal einen flotten Schluck trinken. Gönn dir. Ich habe leeres Rasputin-Quass dabei, was für ein Scheiß. Der Wahnsinn. Oder sollen wo soll denn hier bitte ein Erfchen sein? Sollen wir mal in das Militärlager nebenan gehen? Auf jeden Fall. Moment, ich trinke flotten Schluck. So. Wir sind ja jetzt einigermaßen militärisch gut ausgerüstet. Ich glaube, wir gehören da jetzt auch rein. Oh, Scheiße, ich höre die... Ja. Ja, ihr habt ja richtig Schuss und sowas. Wir und ich bin hier. Nachher, ne? Und ich bin hier der Mongo, der spongoiert. Oh, hier wird rumgeschossen, ey. Ich hasse mein Leben. Das ist doch nur Silvester. Ich wieder eine Stadt oder so. Was? Ich meinte eigentlich das auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, wo du jetzt hier hinläufst. Oh, aber ich glaube, hier ist was. Was ist das? Powdered Milk. Camp. Kann ich nichts mit anfangen, ne? Ohne welches Wasser. Auf der anderen Seite, wenn du da auf die andere Seite lang gehst, dann ist da ein Camp. Mit Panzerwagen und so. Was ist da? Pass auf, dass wir nicht den Wendler dort treffen. Da sind wir innerhalb von einer Sekunde tot. Tactical Bacon. Woo! Ach, das denkst du aber nicht auch. An sich lang. Was? Aber lass mal lieber hinten rumgehen. Kriegst du den auch? Wo hinten rum? Ja, ich folge dir jetzt einfach. Ich weiß es nicht. Ja, ich folge dir jetzt einfach. Ey, Leute, ich guck mal auf die Karte. Ich glaube nämlich nicht, dass ich... Wieso nimmt der immer die... Aha, okay. Ihr hört mir überhaupt nicht zu. Doch, tu ich. Nein. 100%. Nein, ich kann sie nicht aufmachen. Ja, und was habe ich davor gesagt? Warum gucke ich auf die Karte? Es steht ein Zombie in meinem Erdgeschoss. Und dann hast du genuschelt. Ich bin am Airstrip schon vorbei. Echt jetzt? Wie hast und du das denn geschafft? Gleich eine. So. Ach, Mann. Musste das sein, Yannick? Ihr habt mir gesagt, wenn ich auf den Bahngleisen laufe, dass ich dann direkt sozusagen... Alter, fick dich doch, du hässlicher Zombie. Ich hab... Hör auf, so zu schreien. Warst du hier schon drin, Yannick? Oh, Mann, ich hör hab selber auf, so zu schreien. In dem einen war ich schon drin, das sah nicht so aus, als wäre das gewesen. So kacke. Gefängnis? Gefängnis?
Ach ja, tatsächlich ein Gefängnis? Oh. Ich kann in kein Scheißhaus reingehen, weil mir die ganze Zeit die Zombies am Bürzel hängen. Kannst du in kein Scheißhaus reingehen? Ja, halt die Fresse, wir hatten. Ich bin gerade nicht zu Scherzen aufgelegt. Der war aber wirklich gut. Und dann ja, der war gut, ich weiß. Weißt du, und hier sind die Türen offen. Boah, Mann, ich finde hier nichts und mir hängen Zombies am Bürzel. Was ist das? So, ins Gefähr natürlich halt standesgemäß mit einer Waffe rein. Und wir finden eine verrottete Orange. Ist ja super. Hier liegt eine tote Banane. Eine tote Banane. Oh mein Gott, wer hat sie getötet? Die Banane ist tot. Da war ein Graffiti. Oh, ich höre einen Zombie. Irgendwo kommt hier gleich einer reingeglitscht. Da ist noch ein Zombie. Das ist der Bahnsteig von diesem Ort. Ey, Vian, ich mache hier gerade mega den Zombie, den Zombie Run, ne? Ich nehme derzeit die Munition mal mit. Vorsicht. Wow, 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 wow. Echt scheiße. Oh, Alter, er schießt doch nochmal in die Luft. Oh, da muss ich rein. Oh ja. Ich dachte, ich könnte die alte so killen. Boah. Mädchen, beweg dich nicht. Scheiße. Du bleib doch mal stehen, du Scheiße. Klang nicht so gut. Hab sie. Ja, jetzt ist sie vor Scham im Boden versunken. Hast du super gemacht. Ja, weil ich die da getroffen habe, wo ich sie nochmal getroffen habe. Okay, was für Munition hast du gefunden? Ja, 9mm. Aber die passt nice. Nicht. Die passt nicht in die Amphibia, die 9mm. Ich weiß gar nicht, was in die Amphibia reinpasst. Da passt irgendwie nichts rein. Ich komme in dieses Haus. Oh, ich komme aufs Dach. Meine Militärbasis. Oh, das war laut. Oh, Alter, was liegt denn hier oben? Die Tür geht was nicht auf. Was liegt denn hier oben? Ein Airstrip! Das sieht aus nach. Scheiße, ey. Juhu! Ja, eine richtig dicke M4, die nehme ich. Echt jetzt? Was? Boah, geil. Okay, ich nehme den Schinken. Wenn ich komme, ist schon leer. Ist das mit einem geil. Dämpfer oder so. Oder was? Irgendwie so ein Scheiß. Was? Wo ist der Scheiß? Oh, schon wieder ein Heslo-Zombie. Ach, der läuft aber in die andere Richtung. Der Leanback, geile Scheiße. Tactical Bacon. Taktischer Schinken. In Wahrheit bin ich eigentlich. Hab ich auch. Unglaublich schön. Taktischer Schinken war super, ne? Taktischer Schinken ist einfach nur super. Wo seid ihr? Ist viel besser als der laienhafte Schinken. Auf dem Airfield. Und hier, essen, trinken, boah, in Hülle und Fülle. Und wo da? Ich weiß gar nicht, was ich rauswerfen soll. Ist das euer Ernst? Ey, ich hab hier nichts. Das ist doch nicht. Da ist das Krankenhaus. Gefängnis. Ist das, Da versuche ich's nochmal. Hier ist alles wieder offen, da gehe ich gar nicht erst Gefängnis. Rein. Gefängnis. Was für ein Gefängnis? Ey, Janik, guck dir das mal an. Was, ja, ich guck gleich. Ich muss nur erstmal hier. So, einmal rein. Janik, ist das hier eine Waffe? Was ist das? Das ist eine Waffe. T-Shirt, ja. Toll. Das ist schon cool, eine geile M4. Mal gucken, ob da was reinpasst, was ich hab. Könnt ihr mal aufhören, euch mit Waffen voll zu stopfen? Ja, echt ohne Spaß, das ist richtig assi. Aber ich hab die doch so gerne. Ich hab nicht mal einen Schraubenzieher. Ja, wir nehmen das ist echt assi, Sachen ganz ehrlich, mit. Wenn ihr alles schon lootet. Oh, Alter, mir läuft schon wieder so ein Zombie hinterher. Wenn ihr nicht mal ihr da seid, das ist doch jetzt gar kein Problem. Mir läuft wieder ein Zombie hinterher. Das Gute ist, Zombies laufen nicht ins erste Stockwerk. Die haben nämlich Höhen. Das ist doch blöd. Dann lasst uns doch lieber das Zeug mitnehmen und wir geben es euch, wenn ihr uns wieder. Was ist der Ruined oder Damaged? Ja, ihr werdet es uns natürlich geben. Rotten. Ja, oh klar. Ja. Ja, der Zombie glitscht durch den Boden. Alter, was habt ihr für ein Problem? Was? Zombies können doch Treppen laufen? Ja, jetzt sind die besser darin geworden. Oh nein! Und jetzt habe ich. Jetzt hänge ich hier. Och nein, och nö, och nö. Was macht eigentlich die Folge, sag mal? Die Folge hat eine Länge von einer Viertelstunde knapp. Ah, okay. Und ihr könnt mir jetzt endlich mal sagen, wo ihr seid. Auf dem Airfield. Das Gefängnis. In dem Gefängnis. Ich bin auch auf dem Airfield. Das ist ein Riesending. Renn doch raus. Alter, ey, das ist zum Kotzen hier. Ich geh mal vor die Tür. Ich trau mich mal vor die Tür und hoffe. Scheiße. Bleib doch nicht hängen, Riley, das ist hinter den Hangars. Da hinten. Doch nicht hin. Renn. Gova, renn. Wo ist das Meer? Da läuft ein Zombie. Okay. Ja, ich kann den Zombie sehen. Und du bist hinterm Hangar? Dann komme ich einfach mal auch hinter den Hangar. Ich bin vorne, genau auf dem Airfield. Vor dem Hangar? Da, wo die Flugzeuge landen und starten. Platt. Scheiße, Connection. Ach, jetzt siehst du da rumlaufen, einfach mal meine Hose. Du siehst mich rumlaufen? Ich sehe dich da jetzt rumlaufen, habe ich eben nicht gesehen. Alter, wie viele... Oh, es fliegen wieder viele Spieler runter gerade. Und einen Zombie sehe ich auch noch. Und wo bist du denn? Ich stehe hier jetzt auch vor dem Airfield, aber... Seid ihr auf dem gleichen Airfield? Ach du Scheiße, sind das viele. Ach da, ich seh dich, alles klar. Okay.
Ja, muss erstmal Zombies schon die erledigen ganze Zeit hier. I'm starving, I really need to drink something. Okay, alles gut. Stattdessen steht ihr da rum und lootet irgendwelche Waffen. Das stimmt. Und freut euch dran. Ja, doch, das stimmt. Entschuldigung, dass wir das Einzige, was man in diesem Spiel machen kann, nicht mehr machen dürfen. Nee, aber man kann ja mal hinhören, wenn ich frage. Das stimmt. Ich hab dir schon dreimal gesagt, dass wir hinter den Hangar sind. Das nervt. Dreimal, das hast du einmal gesagt. Ja, wenn du dann aber nicht hinhörst. Ich muss mal schnell einen Zombie abknallen. Weißt du, wir hatten aber letztens warst du der rumgeheult hat. Ihr steht ja gar nicht in dem Hotel. Jetzt habt ihr schon so viel Muni, dass ihr die einfach an Zombies verschwendet. Der hat mich dreimal erledigt, ohne dass ich ihn mit der blöden Axt getroffen habe. Da musste ich einfach mal. Ich meine, das ist ja eine genaue Angabe hinter den Hangars in dem Gefängnis. Übrigens, du kannst da jetzt reingehen, da liegt jetzt eine SKS in dem Gebäude, weil der Herixus die weggeworfen hat. Habe ich gedacht, was für ein Gefängnis, bin da hinten in diesem Gebäude rumgelaufen und ihr habt mir dann gar nichts mehr gesagt. Ich gehe mal zu den Hallen gegenüber und guck mal, ob ich da was finde. Erst als ich sagte, ich bin übrigens letztes, Erschieß ihn. Ich habe das gar nicht gehört. Weniger Moment mal, ist hier was falsch gelaufen? Erschieß ihn! Ach, das bist du hinter mir, okay. Was denn hier? Guck mal, ein Zombie. Dann geben wir euch halt die Waffen. Nein. Steckt der die blöde Axt wieder weg, ey, der Typ ist doch dämlich. Es reden alle durcheinander. Nein, es redet eigentlich nur Yannick. Das stimmt. Yannick und Riley, also ich verstehe alles. Ich darf nicht mehr spielen, ich darf nicht mehr reden, ich darf gar nichts mehr. Nee, ich sage ja nichts, ich versuche nur Vianten schlecht zu reden. Yannick, wo bist du jetzt eigentlich? In den Hangars? Wir sind gerade gegenüber bei diesen kleinen Kasernen und gucken mal so ein bisschen rum. Ach, ihr seid da. Gut zu wissen, dass ihr euch schon getroffen habt. Ein Zug wäre gut. Gut zu wissen, dass ihr mich immer noch nicht gehört habt. Ich finde es super, in Daisy Leute zu treffen, vor allem mit dem Gewehr. Nee, warte. Dann ist jetzt hier. Ich hab die Riley wäre jetzt bei dir. Die ist bei mir. Ich stehe vor dir. Das bist du, Yannick. Ja. Ach, da hinten. Dann gib mir eine Waffe. Ich komm rüber gesprintet. Beziehungsweise Muni für mal. Florio. Was hast du für eine? Yamamore virginalis totus adio. Ich hab eine 7,62. Also so eine Blaze. Die braucht aber 7,62. Was auch immer diese Riesendinger. Ich kenne mich mit Waffen nicht aus. 7,62 mal 7,62 Rounds. Kann ich dir welche geben, ja? Die brauche ich. Und ich habe eine Magnum. Müssten hier jetzt liegen irgendwo in der Umgebung. Hallöchen. Ich habe übrigens hier so ein leeres Magazin und Robin ist nervt. Ja, natürlich. Und was auch immer das ist, so ein Carry-Handle und... Robin, ich rede wenigstens vernünftiges Zeug. Es geht mir sowas von am Arsch vorbei, ne? Ja, aber... Das nervt einfach. Ich habe gerade extrem dann mute mich. Probleme. Da hinten läufst du auf der Stelle und ich werfe nichts aus dem Inventar raus. Obwohl ich es eigentlich sollte. Robin, halt doch bitte mal das Maul, ja. Nein, ich muss mir irgendwie die Zeit vertreiben, irgendwas tun, während ich hier rumlaufe. Ja, aber dann stören dich diese sowieso schon gestörte Konversation, die wir hier gerade führen. Ich krieg das schon hin. Schon gestörte Konversation. Ja. Ja, wir kriegen es jetzt schon so nie auf die Reihe. Und wenn Robin dann noch am Labern ist, wo seid ihr jetzt eigentlich? Ja, das ist echt scheiße. Ich laufe durch die Kaserne und bin hier gerade im Zimmer am Abgucken, so ein bisschen. Also, ach guck mal, hier liegt die Waffe, die ich eben weggeworfen habe, ist ja schön. Aber obwohl, das sieht schon echt mega geil hier aus, muss ich sagen. Krass, ey. Das sieht schon cool aus irgendwie. Da würde ich ja gerne mal hochlaufen. Aber ich habe keine Zeit jetzt, den Berg zu besteigen. Wenn ich jetzt anfange, den Berg zu besteigen, dann habe ich nicht weh. Dann schaffe ich auch gar nichts mehr heute. Ja, so, der Server ist gerade auch wieder ein bisschen am Rumbacken. Vielleicht kriege ich hier was? Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die? Was liegt hier? So ganz oh, ein Brunnen! Ein Brunnen ist gut! Ehrlich, geil. Okay, hier liegen bei mir liegen hier gerade Magazine und einfach Kugeln neben einer SKS rum. Ja, ich bin gerade vom Server geflogen. Ich kann sie alle nicht nehmen, weil der Server am Spinnen ist. Ja, ich bin gerade auch vom Server runtergeflogen. Mir funktioniert gerade recht gut, komischerweise. Ja, das ist ganz komisch. Ich kann hier noch rumlaufen und alle. Achso, Folge übrigens. Folge haben wir noch 2-3 Minuten. Sehr gut, die brauche ich nämlich, um wieder kommt zu joinen. Mir kommt so vor, als geht das so schnell vorbei jetzt. Leute, ich hier in der dritten Kaserne. Gesundheit. In der zweiten oder dritten Kaserne liegt ein Army-Rucksack mit 30 Slots. Riley, was hast du ein? Ja. Ich hab den scheiß Orangenen. Der ist auch schon die kleinen, ja. So, mal schauen, ob es jetzt direkt klappt. Ich will den haben. Unter Umständen. Ja, 30 Sekunden kannst du mir dann zeigen. Echt, jetzt habe ich nichts, was in dieses blöde Ding reinpackt. Ich hab vergessen, dass du mich eben die ganze Zeit ignoriert hast.
Na nun, sag mal, und widersprich nicht, das kann man nicht mehr. Ich kann nicht trinken. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das kotzt mich jetzt schon wieder. Moment, da war gerade kurz bei mir komischerweise rausgezappt. Momentchen, das muss ich mir eben notieren, dass da ganz, ganz komische irgendwie Install Shield von Windows hat gerade rumgemuckt. Ach, da sitzt du ja. Ist ja schön. Wieso? Ich erschieße dich in der Zeit von hinten. Nein. Oh, Alter, jetzt backt das hier wieder rum bei mir. Was für eine Munition brauchst du für die M4? Das weiß ich nicht, das ist mein Problem. Also ganz im Ernst, DayZ ist noch unperformanter als vorher. Das ist der Wahnsinn. Ich kann nicht trinken. Wo seid ihr hin? Toll. Ich bin wieder da. Wir sind in den Kasernen. Guck mal, das liegt da vorne an der Ecke, an der Tür. Welchen Kasernen? Yep, und wieder ein Zombie. Die flachen Dinger auf der anderen Seite des Airfields. Ich hab doch gerade einen gehört. Obwohl doch nicht. Warte, flache Dinger? Ich kann die Tür nicht aufmachen. Ja, relativ flache Alter, Gebäude, ey, das ist nicht normal hier. Nee, das gibt nichts, Janik. Nee? Das ist unglaublich, was mit diesem Zauber. Kannst du trotzdem mitnehmen, falls du sie brauchst. Jetzt stehe ich hier schon an dem scheiß Ding, an dem Trinkding. Hab ich nicht. Das ist ein bisschen blöd. Es bringt einfach gar nichts. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ja, dann laufe ich halt weiter. Scheiß drauf. Wo bist du denn? Ach da, ich komme gerade auf euch zu. Ach so, ich glaube, ich kann die selber gebrauchen. Ha, ist ja lustig. Ui, ich kann nicht springen. Weiß hier läuft wieder gar nichts. Ey. Ja, ist die Tür? Hallo, ja. Geil. Ah, nein. Super. Und in der, Übrigens, sollten wir jetzt vielleicht mal auf die SKS gehen, denn die 20 Minuten sind rum. Ja, alles klar. Würde ich sagen, gehen wir in die Abmord, oder? Abmord ist super. So, wow. Wer war das? Ich nicht. Ist gerade ein Schuss gefallen. Ja. Echt? Bei mir nicht. Nein. Wer war das? Ich auch nicht. Jetzt, okay, dann beenden wir die Folge ganz schnell. Genau. Ganz schnell. Wie alle drin. Jo, tschüss. Ciao.